Heiliger Geist, ich bitte dich jetzt, komm in unsere Mitte, leite uns. Wir laden dich ein, wir vertrauen uns dir an, wir rechnen mit dir, mit deiner Führung und Leitung. Und du wirst uns nicht enttäuschen, Heiliger Geist, du bist die Kraft zum Leben und zum Glauben. Das haben wir erfahren in unserem Leben vielfältig und immer wieder neu. Und deswegen freue ich mich auf dieses Gespräch und danke dir, Heiliger Geist, dass du uns leiten wirst. Amen. Interesse für Juden gab es schon immer in meinem Leben, einfach aus dem Wissen, was haben wir Schreckliches den Juden angetan im Dritten Reich. Aber dass das mich persönlich betroffen hat, das hat ziemlich lang gedauert. Und ein ganz wichtiges Erlebnis hatten wir vor etwa 13 Jahren. Da wurde in Kitzingen, unserer Kreisstadt, die niedergebrannte und zerstörte Synagoge wieder aufgebaut. Und der Oberbürgermeister hat damals alle erreichbaren ehemaligen jüdischen Bürger, Landkreis und Stadt Kitzingen, dazu eingeladen, zu dieser Eröffnungsfeier. Ich konnte nicht aus terminlichen Gründen und habe ihm gesagt, ach, kommen Sie doch mit der Gruppe, wenn Sie ohnehin den Landkreis bereisen, zu mir, ich lade Sie ein. Und das hat er dankbar angenommen. Und je näher der Tag rückte, desto klarer wurde mir, da kommt etwas auf uns zu, meine Frau und mich, was es in der Weise noch nicht gab. Wir haben viele Gruppen, wir haben viele Besucher, die begrüßen wir und können sich hier manches ansehen. Aber das spürten wir, das ist was Besonderes. Und ich habe einfach mich gefragt, wie war das im Jahr 1938, als die Synagogen hier ringsum brannten? Wie war das, wie jüdische Bürger, nur weil sie Juden waren, verhaftet wurden, ihre Geschäfte zum Teil zerstört und was war da? Und was war vor allem in meinem Elternhaus? Wie haben sich meine Eltern verhalten? Wie haben sie das wahrgenommen? Wie haben sie reagiert? Und da bin ich drauf gekommen, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ich habe auch keine schriftlichen Unterlagen gefunden. Das hat mich sehr betroffen gemacht. Und ich habe das so, wie ich es jetzt erzähle, auch den jüdischen Gästen erzählt und habe dazu gesetzt, ich bitte Sie um Vergebung für die Gleichgültigkeit im Verhalten meiner Eltern, meiner Familie. Ich bitte Sie um Vergebung, dass vom Schloss Kastell kein Zeichen des Mitfühlens, der Teilnahme, des Bedauerns oder gar des Protestes hörbar war. Es gibt bei manchen älteren Menschen, die dann mich dazu überzeugen wollen, dass sie gut waren und ihre Geschichte erzählen. Bei den jungen Leuten ist es anders, nicht? Die jungen Leute, ist mal ein Mädchen zu mir zugekommen und hat mir Folgendes gesagt: Herr Schwert, ich habe meinen Opa gefragt, der wollte mir nichts erzählen. Wissen Sie meine Antwort? Meine Antwort war: Liebst du deinen Opa? Sagt sie: Ja. Dann denke, er war ein guter Mensch. Was soll ich dem Mädchen sagen? Meine Frau hat sich dem angeschlossen, weil sie auch aus einem Haus, einer Familie stammt, die ja einfach auch dem Judentum gegenüber sehr verhalten, sehr zurückhaltend, nicht bösartig abwehrend, aber irgendwo
nicht im Grunde positiv gestimmt war. Und da haben wir etwas erlebt, was ganz schwer zu beschreiben ist. Da brach etwas auf bei den Menschen an Herzlichkeit, an Zustimmung. Und eine Frau begann zu weinen und sagte, ich kann zum ersten Mal weinen über das, was meiner Familie von den Nazis angetan worden ist. Da haben wir gemerkt, welche Bedeutung es hat, wenn ich mich zu meiner Schuld, zu dem, was gewesen ist, stelle, wenn ich es nicht zudecke, wenn ich es nicht verdränge, sondern wenn ich es bekenne. Es ist wohl allseits bekannt, dass Juden ja nicht die Vergebung zusprechen können, es sei denn, es ist ein ihnen persönlich zugefügtes Unrecht oder irgendeine Sache, die sie als Person betrifft. Aber sie können nicht sagen, wir vergeben euch oder dir das, was unserem Volk angetan worden ist. Das habe ich auch erst gelernt. Aber sie haben so herzlich reagiert, da habe ich gespürt, da lastet noch viel auf im Inneren dieser Menschen, die ja irgendwo alle betroffen sind. Es gibt wohl keinen Juden, der, wenn er nicht persönlich betroffen ist, so doch durch ein Mitglied der Familie oder der Bekanntschaft, es ist ja sein Volk, was man vernichten wollte, was man entehrt hat, was man in dieser Weise in Deutschland verfolgt und weitgehend ermordet hat. Von ihm hörten wir zum ersten Mal, dass die Nazis Juden und andere, die ihnen nicht passten, vergasten. Ich konnte das nicht glauben. Man kann so etwas nicht glauben. Den Gedanken, dass wir alle vernichtet werden sollten, konnte ich nicht ertragen. Mein Gehirn weigerte sich allein, die Worte zu denken, die Juden werden vergast. Meine Familie, meine Freunde, alte Juden, die ich kenne, wollen die Nazis umbringen und mich. Ein Jahr später wurde ich eingeladen mit einem Freund, einem Bekannten, Pfarrer Friedrich Aschoff, dem damaligen Vorsitzenden der Gemeindeerneuerung der Evangelischen Kirche, Pfarrer in Kaufering bei Landsberg, ob ich nicht mitfahren will nach Auschwitz. Es war Winter, kalt, es hat mir auch terminlich überhaupt nicht gepasst. Ich hatte auch keinen Zug dahin, also nicht unbedingt nach Auschwitz fahren. Aber ich habe gespürt, ich soll dahin, ich soll da mit. Und dann bin ich mitgefahren. Und dann hat mich das Erleben dort in der Atmosphäre, in diesen museumsähnlich ausgestellten Grässlichkeiten, das hat mich einfach umgehauen. Da habe ich gespürt, das geht auch mich etwas an, auch wenn ich damals viel zu jung war, um persönlich beteiligt gewesen zu sein. Aber es geht mich etwas an, weil ich Deutscher bin. Weil in meinem Vaterland dieses grässliche Geschehen ausgedacht, geplant, organisiert und durchgeführt wurde. Von Landsleuten, von Christen. Ich schwöre bei Gott diesen heiligen Eid, dass ich dem Führer des Deutschen Reiches und Volkes, Adolf Hitler, dem obersten Befehlshaber der Wehrmacht, unbedingten Gehorsam leisten und als tapferer Soldat bereit sein will, jederzeit für diesen Eid mein Leben einzusetzen. Das waren wohl meistens getaufte Christen. Diese SS-Leute, diese Parteileute und auch diejenigen, die ihren Dienst auf Befehl in den Lagern, in den Vernichtungslagern Auschwitz und Birkenau
getan haben. Und ich wusste dort in Auschwitz nicht, wo soll ich denn hingehen? Was soll ich machen mit meiner Betroffenheit? Und da war in unserer Reisegruppe Benjamin Berger. Das ist ein messianischer Jude, ein Jesusgläubiger Jude. Der war mitgefahren, weil er auch zum ersten Mal nach Auschwitz fuhr und weil seine Großeltern da zu Tode gekommen sind. Und ich hatte Hemmung. Soll ich zu dem gehen und ihm das sagen? Meine Betroffenheit, meine innere Ratlosigkeit. Habe ich mir einen Mut gefasst und bin zu ihm gegangen und habe ihm das genauso gesagt, wie es mir zumute war. Und da habe ich wieder etwas Erstaunliches erlebt, was ich nicht erwartet hatte. Er hat mir in Jesu Namen die Vergebung zugesprochen. Nicht, wiederhole das, weil ich persönlich ein Aktivist gewesen bin, aber weil er spürte, hier stelle ich mich unter die Schuld meines Volkes. Und er ist ein Jesusgläubiger Jude und er kann in Vollmacht in Jesu Namen Vergebung zusprechen. Das habe ich erlebt. Und daraus ist, aus diesem Erlebnis, ist dann diese Aktion Versöhnungswege entstanden. Da waren noch mehr unter unserer Gruppe, die so betroffen waren. Aschoff selber, Gottlob Hess aus Ottmaring und ich, wir haben uns auf der Rückfahrt zusammengesetzt und haben uns gefragt, was bedeutet das eigentlich, dass wir ein solch tiefgehendes, persönliches Erlebnis in Auschwitz hatten. Was bedeutet das? Und wir haben ohne lang zu reden Übereinstimmung gefunden, dass das mehr ist als ein persönliches Erlebnis, das ist eine Botschaft, das ist ein Auftrag. Versöhnung ist eine persönliche Frage. Wie gehe ich mit meiner Schuld um? Mit meiner Betroffenheit? Und wie setze ich das um? Ich spürte, das ist ein Auftrag. Versöhnung ist eine Botschaft, die soll bekannt werden. Ich will andere Menschen gewinnen und mitnehmen, sich mit uns auf den Weg zu machen. Und wir haben diesen Weg Versöhnungswege genannt. Wissen Sie, ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon mal in Auschwitz-Birkenau war. Sie müssen sich Auschwitz-Birkenau vorstellen, war ein unheimlich großes Lager. Und dann waren so eine Schläuche drinnen mit elektrischem Draht geladen. Und in jedem Schlauch waren 16 Blöcke mit je 500 Häftlinge. Wenn jetzt aus irgendeinem Grund, ob man die Leute irgendwo anders verlagert hat oder vergast hat, Platz war, sind die Nächsten reingekommen. Was soll ich Ihnen sagen? Ich komme rein und sehe meinen Vater, meinen Bruder. Ich war enorm erstaunt. Mein Vater war 45 Jahre alt und bei den Nazis mit 45 Jahren war ein Mensch tot. Da gab es gar nichts. Und ich sehe ihn vor mir. Ich sage, Papa, wie hast du das gemacht? Und er erzählt meine wunderbare Geschichte, die ich immer gerne erzähle. Und zwar stellen Sie sich mal vor, die Rampe in Auschwitz vielleicht 10-mal so breit wie hier, in der Mitte die SS, hier die Leute, die in den Tod gingen und hier die Leute, die im Lager gingen. Mein Vater hat man in den Tod geschickt, mein Bruder hat man im Lager geschickt. Und jetzt müssen Sie sich mal vorstellen, das geht alles nach vorne und plötzlich steht mein Vater hier, hier die SS und hier mein Bruder. Mein Vater hat ein Stück Brot, nimmt es raus, schreit, Sigi, schau, ich habe ein Stück Brot. Und mein Bruder, geistesgegenwärtig, sagt, komm, bring's mir. Mein Vater war tot, ob man jetzt erschossen wird oder vergast wird, tot ist tot, der ging einfach durch. Gibt mein Bruder das Brot, will zurückgehen, mein Bruder packt ihm, sagt, duck dich, dass man nicht sieht, wie alt du bist. Und was soll ich Ihnen sagen? Mein Bruder habe ich verloren. Mit meinem Vater habe ich alle KZs miterlebt und wurde auch mit ihm befreit. Die Geschichte muss ich immer erzählen, weil es ist ein Wunder, nicht? Es ist ein Wunder. Es stand nämlich das Jahr 1995 an, 50 Jahre Kriegsende. Und da haben wir uns auch gefragt, das war die Frage, die Friedrich Aschoff sehr bewegt hat, was machen denn die Christen im Jahr 1995.
Wenn der Staat, wenn die Gesellschaft, wenn unser Volk sich freut und dankt dafür, dass wir 50 Jahre nach Kriegsende im Frieden leben dürfen. Toleranz ist das schönste Wort, was es gibt, wenn man es ausführt. Und Respekt. Respekt vor dem anderen. Ich will nicht, dass jeder ist, wie ich bin. Ich will, jeder soll sein, wie er will. Und ich meine, dass ich damit mit meinem Lesen auch etwas dabei tue, etwas dabei beitrage, dass dieses so passiert. Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn es so wäre. Ich wäre der glücklichste Mensch, wenn Frieden im Nahen Osten wäre. Glauben Sie mir, ich wäre der glücklichste Mensch. Diese Auktion haben wir Versöhnungswege genannt. Das Programm, der Plan war, wir wollen andere Christen finden, gewinnen, in Gruppen in alle Länder zu fahren, mit denen Deutschland Krieg geführt hat. Und wir haben uns erstmal eine Liste gemacht, wie viel waren das eigentlich? Das waren 28 Länder, ohne Amerika und auch nicht in Afrika und auch nicht im Orient. Und wir brauchten also 28 Gruppen, Plätze und Menschen, die uns empfangen zu dieser Versöhnungsbegegnung. Und ich staune eigentlich im Rückblick immer noch, dass es gelungen. Wir haben die Menschen gefunden, denen das auch auf dem Herzen lag. Und die meistens irgendwo eine Beziehung hatte, familiär oder persönlich oder von einer Reise, in eines dieser Länder. Und wir haben uns auf den Weg gemacht. Ich selber habe Warschau besucht und Auschwitz, Theresienstadt. Ich hatte sehr bewegende Begegnungen in Prag, in Holland, Luxemburg und merkwürdigerweise auch in der Schweiz, obwohl wir mit der Schweiz nicht im Kriegszustand waren. Aber Versöhnung ist auch ohne Kriegsgeschehen nötig, gerade mit Nachbarn. Ja, und bei diesen Begegnungen haben wir gefragt, wir Deutsche, könnt ihr uns vergeben? Könnt ihr uns vergeben, das, was Deutsche in eurem Land im Krieg, in der Besatzung und in allen Bereichen angetan hat? Und wir haben überall die Antwort gehört, ja. Ja, wir sind bereit. Und dann haben wir nach einer Liturgie, nach einer geistlichen Ordnung ein Bußgebet gesprochen und haben die Bitte um Vergebung ausgesprochen. Und dann ist uns diese Vergebung zugesprochen worden, in Stellvertretung. Denn auch wir haben ja in Stellvertretung für unsere Familien, für unsere Gemeinschaften, Kirchen, Kirchengemeinden oder eben auch für unser Vaterland um Vergebung gebeten. Und dann ist etwas passiert, was wir überhaupt nicht erwartet hatten. Auch wir wurden um Vergebung gebeten für das, was Deutschen angetan worden ist. Und das fand dann beim Ökumenischen Kirchentag in Berlin ein paar Jahre später nochmal einen Höhepunkt, eigentlich eine Erfüllung. Es sind nämlich aus der Ukraine Vertreter dortiger kirchlicher Gruppierungen, Bewegungen und Gemeinden nach Deutschland gekommen und haben uns um Vergebung gebeten, stellvertretend für ihr russisches Land, für Russland.
um Vergebung gebeten, was Russen, Deutschen angetan hat. Nicht nur im Krieg, in der Besatzungszeit, in der Ostzone, in der DDR. Und in einem Gottesdienst sind 12 Vertreter russischer Christen auf die Bühne, haben sich hingekniet und haben uns Deutsche um Vergebung gebeten. Und da haben wir gespürt, welche Kraft, welche Wirkung die Bitte um Vergebung bei anderen hat. Nämlich auch ein Nachdenken, wo ist denn meine Schuld? Wo habe ich denn in diesem ganzen Kriegsgeschehen, in dem Nachkriegsgeschehen, wo bin ich denn schuldig geworden? Nicht immer mit einer Waffe, nicht immer tätlich im Gegenüber, sondern auch in meinen Gedanken, in meinen Empfindungen, in meinen Gefühlen. Ja, wir haben Versöhnung erlebt. In dem Raum saß ein Ehepaar, das sich eng umarmte. Der Mann weinte schrecklich. Um ihn zu beruhigen, gingen wir zu ihm hinüber. Er erzählte uns, warum er so verzweifelt war. Er, seine Frau und sein kleiner Sohn versteckten sich in selbstgebauten Bunker im Keller. Der kleine Säugling weinte gerade, als sie die Stimmen und Schritte der SS-Leute näher kommen hörten. Das Kind ließ sich nicht beruhigen. Um nicht entdeckt zu werden, hielt der Vater ihm die Hand vor dem Mund. Sein kleiner Sohn ist erstickt, ohne dass er es merkte. Der Mann stammelte nur immer so vor sich hin, ich habe mein eigenes Kind umgebracht. Es war schrecklich für mich, diesem verzweifelten Mann, der sein Kind über alles geliebt hat und nichts Böses wollte, der nur mit seiner Familie in Frieden leben wollte, nicht helfen zu können. Meine Freunde und ich wollten ihn trösten und sagten ihm, dass die Nazis den Kleinen umgebracht hätten und ihm so viel Leid von den Schändern und Mördern erspart geblieben wäre. Wir fühlten, dass dies ein schlechter Trost war, doch wir waren so hilflos. Der Mann hörte nie mehr auf zu weinen. Ich denke, da haben wir einfach noch eine Aufgabe vor uns. Und das kann sich ja jeder prüfen. Wo kann er dem jüdischen Volk, dem wir so viel Böses angetan haben, irgendetwas Gutes tun. Ich rede hier nicht von Wiedergutmachung, sondern ich nenne es irgendetwas Gutes, eine Freundlichkeit, eine Begegnung, irgendwo ein Zeichen, ja, der steht zu mir, der distanziert sich nicht, der hält sich nicht zurück. Der sagt nicht, ach, die Juden sind schon wieder diejenigen, die Unruhe machen und die so ganz anders handeln, als ich mir das vorstelle. Ich glaube, jeder, der mal in Israel war und diese Bedrohung und auch die angsterfüllte Situation dort erlebt, der wird in seinem Urteil, vor allem in seiner Verurteilung der politischen Führung in Israel sich verändern und wird eine andere Einstellung gewinnen. Ich sage es auch den jungen Menschen, sie sollen keine Energie verschwenden. Sie sollen Folgendes, kleine, dumme Streitereien vergessen. Es gibt wichtigere Sachen, wo man Energie braucht. Ich erzähle denen zum Beispiel, wie ich meine Frau aus der Reha gebracht habe und da ist mir jemand ein Auto rein. Rein im Auto, kam raus und hat sich entschuldigt. Aber ich habe ihm gesagt, lass es für die Polizei. Dann kam die Polizei. Ich erzähle dem alles, sagt der Herr Schwerz, Sie sind ja so ruhig. Habe ich ihm gesagt, wegen einem scheiß Auto werde ich mich aufregen. Da sagt er, könnte man Sie als Vorbild nehmen. Sag ich, tun Sie das. Was will ich damit sagen? Ein Auto ist nur ein Auto. Eine Sache ist nur eine Sache. Vollkommen unwichtig. Wichtig ist die richtige Situation, wenn man sie braucht, dass man die ganze Energie daran verwendet. Ja, noch ein Erlebnis. Vor einigen Jahren kam der damalige Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Würzburg zu mir und fragte mich, ob ich ihm helfen könnte. Die Gemeinde ist von 120 Mitgliedern auf über 1000 angewachsen durch die
Rücksiedler aus den GUS-Staaten, also aus der ehemaligen Sowjetunion. Und da fehlen Räume. Und ich hatte mir schon lange vorgenommen, wenn ein Jude mich etwas fragt oder mich um etwas bittet, dann werde ich in jedem Fall sagen, ja, ich will versuchen, ihnen zu helfen. Ob das gelingt, weiß ich nicht. Aber diese Hilfe ist gelungen und wir haben sehr schnell einen Initiativkreis gegründet. Und dieser Initiativkreis mit dem Architekten und mit der Wissenschaft und der dortigen Gemeinde und noch einigen Freunden hat ein Programm entwickelt und aus dem ist nun ein neues Gemeinde- und Kulturzentrum, was wir Shalom Europa genannt haben, entstanden. Dann geht es eigentlich nur, wenn Sie handgefertigte Stücke machen. Ah, ja, gut. Weil wir in der Synagoge noch, da sind Bänke vorhanden, die haben die Synagoge erweitert. Und dann kriegen wir noch Einrichtungsgegenstände für das Museum. Wer sich unter die Schuld des Volkes stellt, erlebt Versöhnung. Und dann ist er in derselben Blickrichtung wie Israel. Beide Länder, unsere beiden Länder, sind Demokratien, haben eine demokratische Staatsverfassung, werden von frei gewählten Politikern regiert. Beide Länder haben eine alte, uralte Geschichte miteinander. Das Judentum in Deutschland hat ja tiefe Spuren in unsere Kultur, in unsere Wissenschaft, in deutsches Leben eingegraben. Wer sich für deutsche Geschichte interessiert, kommt am Judentum nicht vorbei. Und diese Spuren müssen wir auch wieder aufnehmen und müssen sie erkennen, dass das auch wieder neu, mit neuem Leben in eine versöhnte Zukunft führt.